Und auf einmal sind wir diejenigen, die unglaublich solidarisch sind, die Humanität erfunden haben. Und jetzt sind das die Ungarn. Aber bis vor kurzem haben wir selber gesagt, das ist ein Problem der Südländer. Und wir haben das Dublin-Abkommen und damit Problem erledigt. Wir beide sind keine Deutschen. Wenn wir sagen wir, dann ist das Europa. Wenn Sie sagen wir, dann ist das Deutschland. Das ist der Unterschied. Ja, das glaube ich. Es hat natürlich ein... ich will ja die alten Diskussionen, die ja auch... im Grunde genommen überholt sind, weil wir ja jetzt doch auch eine einheitliche Asylpolitik in Deutschland haben. Und der Streit, den wir hatten, haben wir auch hier schon mal behandelt, der gehört der Vergangenheit an. Aber sind Sie eines, da so sicher? Ja, glaube ich schon. Eines. Problem erledigt. Wir beide sind keine Deutschen. Wenn wir sagen wir, dann ist das Europa. Wenn Sie sagen wir, dann ist das Deutschland. Das ist der Unterschied. Ja, das glaube ich schon. Es hat natürlich ein... ich will ja die alten Diskussionen, die ja auch überholt sind, die ja jetzt doch auch eine einheitliche Asylpolitik in Deutschland haben und der Streit, den wir hatten. Wir beide sind keine Deutschen. Wenn wir sagen wir, dann ist das Europa. Wenn Sie sagen wir, dann ist das Deutschland. Das ist der Unterschied. Ja, das glaube ich. Es hat natürlich ein... ich will ja die alten Diskussionen, die ja auch überholt sind, weil wir ja jetzt doch auch eine einheitliche Asylpolitik in Deutschland haben. Und der Streit, den wir hatten, haben wir auch hier schon mal behandelt, der gehört der Vergangenheit an. Aber sind Sie da so sicher? Gehört der Vergangenheit an. Sind Sie da so sicher? Ja.